Willkommen zurück, Final Fantasy 8. Wir sind hier die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, haben ziemlich viel Mist gebaut, aber egal. Willkommen auch an die Leute im Stream. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder immer noch dabei seid. Je nachdem, jetzt sind wir hier oben. Irgendwo. Oh nein, noch mehr Gegner. Ist das etwa eine aussichtslose Situation? Na, ich glaube nicht, dass es aussichtslos ist. Eigentlich ist es sogar eine ziemlich gute Aussicht, die wir hier gerade hatten. Wir konnten das Meer sehen oder so. Oh, das ist ja schön. Wir können hier verschiedenste Sachen ziehen. So, machen wir nämlich genauso wie vorher auch. Erstmal alles einlagern und dann Terror. Jetzt können wir vernünftig angreifen. Und den Gegner aus dem Leben matchen. Wundervoll, das lief doch. Aber das ist noch nicht alles. Ja, mein Rücken juckt. Na, was jetzt? Ah, jetzt sind es zwei. Auch gut. Dann, nein, bei dem greifen wir jetzt einfach direkt an. Keine großen Spielchen. Einfach weg mit denen. Au! 100... Ah nee, das waren wir. Ich dachte gerade, der Gegner hätte mit 104 Schaden getroffen. Das wäre ja bitter gewesen. Na komm, langsam müsste der aber auch tot sein. Naja, geht doch. Keine EP? Ist ja gemein. Ah, meine Nase juckt. Ich werde mich kratzen. Okay. Ich glaube, ich jag hier mal mit ein paar GFs drauf. Oh, da kommt Eis. Das könnte wehtun. Einfach mal so einen Kampf einsetzen, um sie mal gesehen zu haben, zum Beispiel. Oh, Eisra ist natürlich schon mal ein bisschen bitter. Das hat aber auch schon die ganze Zeit gecastet, ne, Eisra? Vielleicht mal von denen nochmal drawn, weil ich glaube fast, wenn die mit Eisra kommen, dann hätten wir bestimmt eigentlich auch Eisra. Da erstmal sheer up. Na komm, da geht noch was. Na, schade. Aber das sollte hier erstmal ausreichen, um die beiden hier Platz zu machen. Das hat noch nicht gereicht. What the fuck? Wie der da übertrieben hat gerade. Ich glaube, es hackt. Seht mal, das Meer. Das ist unsere Rettung. Wir können nach Galbadia zurück. Normalerweise nennt man das in der Klemme stecken. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er wirklich und holt dich. Das hat Oma immer gesagt. Wenn man vom Teufel spricht, wie recht deine Oma hat. Was ist? Er wurde am Hals erwischt. Er kann nicht sprechen. Na schön. Wie bitte? Es war schön, Laguna Kiros, mit euch. Gelbe Karte, Wart. Sowas sagt man nicht. Als Strafe gibt's Kaugummi ins Haar. Na, willst du dich rächen? Dann heb deinen Arsch. Boah. Seht mal, Kreuzer, wir klauen einen.
Normalerweise nennt man das Boot. Meinetwegen Boote. Wir fahren danach nach Galbadia. Steht auf jetzt. Jetzt steht auf. Es wird alles wieder gut. Ihr seid echt mutig. Normal springt hier kein Mensch runter. Ah, okay. Das ist Seelenschmerz. Gut zu wissen. Eine Scheiße. Ah! War das wieder Laguna? Laguna sitzt in der Patsche. Wie soll das wohl enden? Für euch scheint es nichts Neues zu sein. Was war das? Wenn mir das passiert wäre, könnte ich mir einreden, dass alles ein Traum war. Überlegen hilft, glaube ich, nichts. Wir sollten weiter. Okay, los. Wir sind ja bald da. Hör mal, Squall. Ich möchte mich für das von vorhin entschuldigen. Schon gut. Okay. Hier sind wir. Am Garten. Ey, das ist ja gemein. Ah, okay. Ich denke mal, das war auch so gewollt, dass das diese zwei Ziele trifft. Oh. Oh, das ist ja... Oh, nein, wir hauen hier ab. Weil so sollte das nicht aussehen. Okay. Wie dreckig ist das denn? Dass hier auch noch auf ein HP runtergedrückt ist. Außerdem... Ach so, Quistis ist mit dabei gewesen. Oh. Okay. Das nervt natürlich jetzt. Lösen alles. Ja. Dann Items, einmal bitte Selfie heilen, GF, ach ne, koppeln, Selfie, koppeln, GF, Moment, irgendwie hat sie ein zu viel. So, sie soll auf Magie gehen. Das ist okay. Das war auch okay. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. So, aber wir sind endlich in einem neuen Garten angekommen. Yay! Endlich mal eine gute Nachricht. Okay, das ist der Garten. Das müssen wir überlegen. Also ich glaube, dann war das wohl gescriptet mit dem... ja, mit der Stelle, dass genau die beiden erwischt werden. Aber okay, das ist jetzt ein bisschen unheimlich hier. Ja, okay, rede nicht mit mir, flieg einfach weg. Der hier auch, alles klar, hier aus dem Weg. Seltsamer Garten. Macht hier irgendwie einen auf Aggressivo oder so? Hallöchen. Präsident Dilling versucht mit Hilfe der Hexe die Welt zu beherrschen. Ich frage mich nur, wer wen ausnutzt. Pah, aber euch kann das ja egal sein. Sorry, aber wir sind hier. Wir kommen vom Ballamp Garden. Die Hexe hält sich in der Hauptstadt von Galbadia auf.
Okay. Pah. Alles sehr freundliche Leute hier. Hier geht's ja ganz anders ab. Ein bisschen still hier. Ein guter Ort. Überlasst alles mir, okay? Ich war oft hier und kenne den Direktor. Ich werde ihm alles erklären. Okay. Oh, ich hätte vielleicht mal mit Renoir reden sollen. Aber schön. Hier haben wir nochmal einen Safe Spot. Kleinen Moment. Ach toll, jetzt konnte ich nicht sehen, was da irgendwer geredet hat. Ganz toll, ich bin so stolz. Hallo ihr. Hallo. Drop-Punkt entdeckt. Passt gefunden. Geil. Bitte auf Selfie. Hast es gut. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Irgendwie finde ich das hier nämlich gerade ein bisschen seltsam alles. Haben wir hier irgendwelche Orte zum Entdecken? Neue Drawpunkte. Das sieht mir aus wie so ein Briefing Room. Okay. Im Klassenzimmer findet gerade eine Prüfung statt. Zutritt verboten. Könnte ja mal, wie mir schon mal angegeben wurde, mal so einen Seed-Test nochmal ausfüllen. Also, der Körper steigt durch Zauberkopplung. Der Körper steigt durch Zauberkopplung. Ja. Squall benutzt Gauntlet als Waffe. Nein, das nennt sich Gunblade. Die gezogenen Zauber können gelagert werden. Ja. Im Giftzustand wird ein Charakter nur dann verletzt, wenn er sich auf irgendeine Weise bewegt. Nein. Konfus kann durch konventionellen Angriff geheilt werden. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Squall beherrscht den Kampfsport als Spezialtechnik. Nein. Um Zauber zu koppeln, muss die entsprechende Ability erlernt werden. Nein. Steht für Kopplungsability. Nein. Die acht Elemente sind Hitze, Kälte, Erde, Donner, Gift, Wind, Schatten und Holy. Ja. Monster besitzen nur eine begrenzte Anzahl an Zauber, die man ziehen kann. Ich glaube ja. Oh. Na gut. Das können wir aber nochmal machen. Der Körper steigt durch Zauberkopplung. Ja, nein, ja, nein, ich bleib dabei. Dann halt nein, nein. Ein Zauberzug, ach so, ja, klar. Nein, nein, ja. Eine Frage habe ich richtig beantwortet. Das ist mal gut zu wissen. Ja. Körper steigt durch Zauberkopplung. Ja. Nein. Ja. Sagen wir mal ja. Ja, nein, ja, ja, nein. Monster besitzen. Jetzt auch mal nein. Oh, krass, dafür habe ich jetzt 100 Punkte bekommen. Nett. Hat ja gut funktioniert. Rätselraten, 50-50 Chance. Wupp, wupp, gewonnen. Zutritt verboten. Gäste müssen im Empfangsraum im zweiten Stock warten. Mensch, die sind ja alle so richtig freundlich. Ich fühle mich ja richtig, richtig gut bei der Sache hier rumzulaufen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ah, okay, jede Stunde bekomme ich Geld dazu. Check, verstehe.
Die SEED-Einheit aus dem Ballam Garden bitte in den Empfangsraum im zweiten Stock. Das wurde die ganze Zeit gesagt und ich konnte es nicht lesen, weil ich immer in irgendeiner Rede war. So, ist das der richtige Weg hier? Hier kommen wir zumindest hoch. Ich wette, hier hinten... Nein, okay, hier ist nix. Wie komme ich denn hier hoch? Die Master der Ballam und Galbadia Garden scheinen einen regen Austausch zu haben. Nun, angeblich soll es zwielichtige Geschichten sein. Okay. Hier ist der Empfangsraum. Bitte wartet hier, bis der Master Anweisungen gibt. Okay. Sehr schön. Setz mal Way. Hey, aber die haben schick hier. Hat der Ballam Garden auch so einen coolen Raum? Wäre ja mal interessant. Hey, ob Christus auch hier unterrichtet hat? Keine Ahnung. Frag sie doch, wenn sie wieder da ist. Okay, hier gibt's nichts. Ob hier Schulfeste gibt? Bestimmt. Wie lange sollen wir noch warten? Wie war's? Sie haben begriffen, wie unsere Lage ist. Und Ballam Garden ist noch heil. Das Attentat auf den Präsidenten wurde von einem Einzeltäter verübt. Dem Ballam Garden trifft keine Schuld. So zumindest lautet das offizielle Statement der Regierung. Mit Täter ist doch Cypher gemeint. Er ist vor Gericht gestellt und hingerichtet worden. Wow. Tja. Pech gehabt. Hingerichtet? Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er den Präsidenten entführen wollte. Er hat uns Waldeulen damit in Schutz genommen. Ihr habt Cypher ja damit hineingezogen. Aber als Widerstandskämpfer habt ihr das Risiko einkalkuliert, oder? Ich denke, Cypher wusste das auch. Deshalb solltest du nicht glauben, dass er für euch gestorben ist. Sorry, das sollte eigentlich ein Trost sein. Damned. Mein Erzrival ist tot. Und das, obwohl ich ihn nicht mal töten konnte. Gemeinheit! Ich will Rache! Cell hat ja Cypher gehasst wie die Pest. Das stimmt schon, aber... Er war immer einer von uns. Das kann ich nicht so hinnehmen. Am liebsten würde ich ihn rächen. Christus sagt nichts. Renoir? Ich habe ihn sehr gemocht. Er war so selbstsicher. Er wusste immer alles. Wenn ich ihn so sprechen hörte, war ich sicher, dass nichts unmöglich ist. War er dein Freund? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Aber keine Ahnung, was er von mir hielt. Liebst du ihn jetzt noch? Wenn das so wäre, würde ich euch das alles nicht erzählen. Es war vor ein Jahr im Sommer. Ich war 16. Es sind schöne Erinnerungen. Keine näheren Details, bitte. Er war ein Widerling, aber jetzt, wo er weg ist... Ihm bezüglich habe ich keine einzige schöne Erinnerung. Man sagt, dass Liebe und Hass nah beieinander liegen, aber bei Cypher war das anders. Naja, er war auch kein böser Mensch. Ihn geliebt, kein böser Mensch, einer von uns. Cypher, du bist ja schon Vergangenheit. Wird man so über mich reden, wenn ich mal sterbe? Squall war dies und das. Werden sie so über mich herziehen?
Verstehe, sterben heißt zur Vergangenheit werden. Ich mag das nicht. Ich will das auf keinen Fall. Squall, was ist mit dir? Ich will das nicht, hört ihr? Was zum Henker? Er ist ja wütend. Ich will nicht zur Vergangenheit werden. Oh. Dr. Xavier, bleiben Sie hier. Weißt du, was Galbania für ein Land ist? Klar weiß ich das. Dann ist es gut. Moment. Nee, kein Schimmer. Die westliche Macht mit Deling City als Hauptstadt und kleinere Städte wie Timber und Winhill. Unser Garten befindet sich zwar auf Galbadia, doch wir bleiben neutral. Dieses Verhältnis ist mitunter heikel. Okay. Schloss 3. Whatever. Dann rennen wir halt eben hier entlang. Wo auch immer wir jetzt hin müssen, aber das ist ja egal. Oh. Flashback. Ich erinnere mich an diesen Raum, zumindest an den unteren Teil davon. Oh, und dann den hier auch. Das ist ja interessant. Ich habe tatsächlich so ein paar kleine Flashbacks von vor 20 Jahren, bei denen ich jetzt endlich einigermaßen klarkomme und wieder weiß, so ein bisschen weiß, was an manchen Stellen passiert. Aber egal, keine Spoiler an dieser Stelle. Dafür sind wir nicht hier. Wir wollen dieses Spiel genießen. Es sind auch immer nur so kleine Ausschnitte, die mir kommen. Also das Spiel blieb mir nicht gut in Erinnerung. Das merkt ihr halt eben auch daran, wie ich es spiele. Also mit nicht gut meine ich, es blieb mir so gut wie gar nicht in Erinnerung. Weißt du, diese Liegestütze haben auch Vorteil. Ich würde mich ganz gerne bewegen. Danke. Oh, was? Ups, reiß dich zusammen. Okay. Xell ist da munter am Sachen tun. Ich laufe einfach mal hier irgendwelche Gänge entlang. Mal gucken, wo wir dann am Ende rauskommen. Ah, zum Beispiel bei einem Drawpunkt. Shell gefunden. Sehr schön. Ich bin mal echt gespannt. Vor allem, hier ist immer ein Safe Spot. Zutritt verboten. Ja gut, dann ist dieser Weg hier aber auch gänzlich unnütz gewesen, den ich hier gelaufen bin. Also ne, was heißt gänzlich? Wir haben hier diesen, wir haben ja zumindest diesen Drop-Punkt gefunden. Das ist ja schon mal etwas. Vermutlich muss ich raus oder sowas. Hey, Squall! Ah, Raijin? Was macht ihr hier? Was soll mal, was soll mal die Frage? Wir sind Kuriere. Wir überbringen euch neue Befehle von Direktor Sid. Was für Befehle? Habt mal keine Ahnung. Wir haben es einem hohen Tier hier übergeben. Anweisung vom Direktor. Erklärung. Wir sollten eigentlich nach Timber. Aber es fahren mal keine Züge. Deswegen kamen wir mal hierher. Wir sind froh, dass wir euch getroffen haben. Cypher? Ah genau, ist Cypher mal nicht bei euch? Cypher ist angeblich tot. Er soll in Galbadia vor Gericht gestellt und hingerichtet worden sein. Lüge! Das ist mal nicht wahr. Ihn stellt man nicht einfach so vor Gericht. Und schon gar nicht mal hinrichten. Das passt nicht zu Cypher. Frage.
Boah, Cypher suchen gehen? Bis bald, Squall. Wir gehen nach Galbadia und suchen dort mal nach Cypher. Und vor allem mal eben so nach Cypher. Die Seed-Einheit vom Ballam Garden bitte vor dem Tor sammeln. Oh, Drawpunkt entdeckt. Das ist ja witzig. Ach ja, klar. Hier waren wir vorhin ja auch. Ach, jetzt sehe ich ihn auch. Ist der dreckig. Der ist ja wieder dreckig gelegt. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Den würde ich ganz gerne nochmal mitnehmen, weil jetzt ist der auch sinnvoll. An dieser Stelle. Wobei ich natürlich gerne nochmal meine Party ein bisschen auffrischen möchte. Na denn. Hey, Christus. So, kommt alle her. Wir gehen und wir gehen jetzt hinaus. Okay. Und dann? Erzähl uns was. Wenn wir hier warten, wird uns das wird uns der Master die Befehle überbringen. Schon wieder warten. Das dauert ja ewig. Ja, ich gebe dir völlig recht. Wann bekommen wir denn unsere Befehle? Da kommt er. Sagt ihm, dass ich auch ein Seed bin. Das erspart uns lästige Fragen. Ah, okay. Schau ich mir mal an. Guten Tag. Ich bin ich habe neue Befehle für Sie von Direktor Cid. Wir haben das Schreiben nach Rechtmäßigkeit überprüft. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir Direktor Cid unterstützen. Vor kurzem hatten wir nämlich einen ähnlichen Plan gestellt. Damit Sie die Wichtigkeit Ihrer nächsten Mission begreifen, müssen Sie Folgendes wissen. Sie dürfen sich rühren. Sie wissen, dass die galbadianische Regierung die Hexe zur Botschafterin ernannt hat? Die Friedensdelegation ist eine Farce. Ihr Spiel ist pure Einschüchterung. Hexen flößen Furcht ein. Faire Verhandlungen sind nicht möglich. Galbadia will durch Drohung den anderen Staaten Bedingungen diktieren. Letztendlich will Galbadia die Weltherrschaft an sich reißen. Natürlich bilden wir und ihr Garden keine Ausnahme. Die Hexe hat diesen Garden zu ihrem Hauptsitz erklärt. Somit bleiben uns im Grunde keine Alternativen. Wir beauftragen sie damit, den Weltfrieden und unsere Zukunft zu retten. Konkrete Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Schreiben. Fragen? Laut Befehl soll der Auftrag von einem Scharfschützen ausgeführt werden. Wir haben jedoch niemanden, der eine solche Qualifikation besitzt. Keine Sorge. Der Galbadia Garden wird einen exzellenten Schützen stellen. Kineas, Irvine Kineas. Das ist Irvine Kineas. Er wird diesen Part übernehmen. Abmarsch, wenn Sie bereit sind. Ein Fehlschlag ist inakzeptabel. Sehr interessant. Hey, ihr Pappnamen aus Ballamp. Tag allerseits.
endlich die Faxen. Geht es klar mit eurer Unterstützung? Das hängt ganz von dir ab. Ach ja, die meisten Leute nervten meine ganze Art. Aber ignoriert es einfach, dann werden wir gut auskommen. Ich sollte den Typen nicht mit Zell zusammentun. Ich werde es mir merken. Was sollen wir jetzt nächstes tun? Unser nächster Job? Nein, das ist kein Job. Das ist ein Befehl vom Ballam und Galbadiergarden. Wir werden ein Attentat auf die Hexe verüben. Dazu benutzen wir einen Scharfschützen. Irvine Kenias wird der Schütze sein. Unsere Aufgabe ist es, Kenias dabei zu unterstützen. Falls das Attentat misslingt, werden wir direkt eingreifen. Ich werde nicht daneben schießen, macht euch keine Sorge. Wir müssen die Hexe um jeden Preis ausschalten, so lautet der Befehl. Unser nächstes Reiseziel ist die galbadianische Hauptstadt Dilling City. Dort treffen wir Oberst Carway und erstellen den Plan. Abmarsch. So. Ich möchte ein Team bilden, bis wir in Dilling City sind. Wie findet ihr das? Gefällt mir nicht. Ich werde das entscheiden. Wir nehmen nämlich wieder unsere Dudes mit, unsere Best Bros, A, B, 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 F und so weiter. Und du kriegst trotzdem 2 Mädels dazu. So müsste es okay sein. Wie gemein von dir. Ein gemeiner Anführer bist du. Ich habe die Kampffähigkeiten abgewogen. Wir werden jetzt wohl öfter die Truppe umbilden. Vielleicht sollten wir das üben. Nein, warum? Das brauche ich doch nicht. Im Truppenmenü werden Truppenzusammensetzung und Kopplung vorgenommen. Au, das ist interessant. Um die Truppe neu zu bilden, wählt man Charakter. Den auswechselnden Charakter. Und fügt ihn in die Truppe. Einfach ein. Manchmal kann jedoch, bedingt durch die Handlung, ein Charakter nicht eingesetzt werden. Die zweite Option im Truppenmenü dient zum Auswechseln von Kopplung. Gelagerte Zauber, gekoppelte GFs, gekoppelte Zauber und eingesetzte Abilities können hier ausgetauscht werden. Diese Option ist nützlich, wenn ein anderer Charakter die Werte übernehmen soll. Das Ganze funktioniert wie bei der Truppenaufstellung. Man wählt den Charakter, wählt einen anderen aus und fertig. Dabei kann sich der aktuelle HP-Wert ändern. Also ist Vorsicht geboten. So viel zum Truppenmenü. Fein. So viel zum Truppenmenü, finde ich schon mal, ist ganz gut. Wir schauen noch mal ganz kurz. Wait, warum? Hatte der hier jetzt keine Sachen gekoppelt? So, Blende. Ja, machen wir mal. Okay, Zustand geht nicht. Ach so, ja klar, die anderen Sachen muss ich ja noch freischalten, ganz vergessen. Dann ist das okay. Nichts, was hier irgendwie was bringt? Kleinen Moment. Auf Stärke. Doch, geht doch. So, Zauber, Draw und... ja, GF. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas? Na, die haben alle schon irgendwie... egal. Lebenspunkte verloren. Dann halten wir die nochmal ein bisschen hoch. Irvine, Christus und so weiter sind alle auch schon Stufe hoch. Gut zu wissen. Genau, du hattest gesagt, dass man hier gegebenenfalls auch... Ah,
Hast koppeln kann, aber dafür brauche ich die richtige, die F gekoppelt, würde ich meinen, ne? Ah, Moment. Ich sollte Quest Kottel vielleicht mal an... Achso, sie hat schon Quest Kottel. Okay. Sehr gut. Nö, dann ist ja alles gut. Ja, für Hast kann ich wohl noch nicht viel machen. Hier kann ich noch ein paar Mal Blitz draus machen. Und Blitzgar vor allem. Itemwandler, das ist nochmal interessant. Heilwasser. Naja, zwei Zelte sind eigentlich gar nicht so schlecht. Die Munition sind, glaube ich, gut für Vincent. Ja, alles gut. Speichern wir hier nochmal ab. Und machen dann gleich nochmal einen kleinen Cut. So, die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, wo ist eigentlich die Hauptstadt? Ah, hier steht ein Zug parat. Naja, umso besser. Dann nehmen wir den noch. Aber dann erst in der nächsten Folge bei Let's Play Final Fantasy 8. Bis denn, gleich bald, demnächst, später und so weiter.